dass wir eine App dafür haben, die umsonst ist. Ist auch wirklich kinderleicht erklärt. Ich habe hier die 5 Figuren mit dabei und jetzt hätten wir jetzt zum Beispiel Vernie the Robot hier vorne mit dran. Und dann würde ich da auch auf Vernie the Robot gehen, auf den Baukasten. Ich habe auch ein bisschen was schon vorbereitet gehabt. Und wenn ich jetzt hier mit aufs Projekt mit drauf gehe, dann sieht man auch ganz schön, ich habe hier schon mal ein bisschen was vorprogrammiert. Ich zeige mal ganz kurz, wie das Programmieren allgemein geht. Also wenn ich jetzt hier über Drag and Drop heißt es, also das heißt, ich nehme es mir von unten, tue es mit auf den Hauptbildschirm mit drauf und ja, das steht jetzt hier mit drauf und habe hier die Möglichkeit, einen Befehl zu geben. Das heißt, ich fahre jetzt hier geradeaus zweimal und sage, der dreht sich noch einmal. Und wenn ich jetzt auf Play drücken würde, dann würde sich sozusagen Vernie genau nach meinen Befehlen bewegen. Okay. Und das habe ich jetzt innerhalb Sekunden gemacht. Deswegen das einfache Programmieren, ne? Gerade für Kinder gedacht. Ich zeige auch noch mal ein bisschen das andere, was ich schon, wie gesagt, vorprogrammiert hatte. Das war jetzt hier der Moment, wo er sich bewegt. Mhm. Aber er kann auch mit mir sprechen. Okay, also das will ich hören. Ich kann auch interagieren mit ihm, Hello, my name is Vernie. What is your name? Jetzt können Sie Ihren Namen sagen. My name is Jürgen. That's a nice name. Er freut sich natürlich sehr, Sie kennenzulernen. Okay. Ich hab's gemerkt. Man merkt es auch schon. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, dass er zuerst mal darauf wartet, was Sie antworten, damit er dann weitermacht. Hat er jetzt wirklich auf mich geantwortet? Hätte ich jetzt auch was anderes sagen können? Oder? Sie hätten auch was anderes sagen können. Er antwortet auf die Frage einfach nochmal. Genau, also er wartet sozusagen auf einen Sprachbefehl. Ob jetzt ein anderer Name kommt oder wie gesagt, was anderes sagen, ist in dem Moment egal, aber er wartet auf einen Sprachbefehl. Der Vernie kann auch schießen? Genau, er hat auch eine Schussfunktion mit dabei. Schussfunktion ist hier mit oben drin. Mhm. Natürlich führe ich das auch wieder über einen Befehl aus. Und wenn ich jetzt auf Play drücke, Volltreffer. Hat er einen Volltreffer geleistet, der Vernie. Und bedankt sich natürlich auch, ist auch ein freundlicher Roboter. Und hier haben wir halt die Möglichkeit, wie gesagt, verschiedene Befehle auszuführen. Wenn ich jetzt unendlich tanzen lassen will, zum Beispiel im Kreis drehen, dann drücke ich jetzt mal auf Play. Ja. Dann würde er natürlich auch damit nicht mehr aufhören. Dadurch kann ich auch wirklich geradeaus fahren lassen, eine sehr, sehr lange Zeit. Und erst wieder, wenn ich dann auf Stopp drücke, würde er auch damit aufhören. Für die Kinder ist die Faszination, so ein Spielzeug auch zum Leben zu erwecken, denke ich mir mal, oder? Richtig. Also es ist wichtig, dass sozusagen Vernie dann wirklich zum Leben erweckt wird. Und das haben wir durch Move Hub da. Das heißt ganz einfach, dass wir einen Motor mit dabei haben, der das alles steuert. Das heißt, über Bluetooth wird es hier mit verbunden, übers Tablet. Und ich kann die Befehle geben und dann halt das Spielzeug zum Leben erwecken. Das Schöne dabei ist auch, dass ich diesen Move Hub, den ich hier habe, nicht nur für diese 5 Modelle verwenden kann, sondern ich kann jedes einzelne klassische Lego-Modell zum Leben erwecken dadurch.